vorgestellt. Graveyard Keeper und Stranger Sinn dabei. Und wir sind in der 6. Folge und laden das Spiel. Letztes Mal wollten wir was zu essen haben, um unsere Energie hochzusetzen. Und dafür fehlte Wasser. Aber im Endeffekt wollten wir einen Flitch haben, um da den Ofen fertig zu machen. Oder was war es? Nee, den Desk im Keller. So, jetzt haben wir wieder die Energie. Das bedeutet, wir könnten jetzt eigentlich hier direkt den Flitch erstmal fertig machen. Also das war falsch. F drücken. Dann worken wir da dran. Ne? So, jetzt haben wir die Flitches bekommen. Jetzt können wir gerade noch gucken, ob wir das Wasser kriegen. Bucket of clear water haben wir jetzt. Jetzt ist die Frage, ob wir damit essen können. Also nicht essen können, sondern essen machen können. Nee. Das ist trotzdem kein Wasser, ne? Raw sliced meat. Das können wir dann kleingeschnittenes Fleisch machen, ne? Brauchen wir das irgendwo für? Hier sieht es nicht so aus. Okay. Das heißt, das Wasser kommen wir jetzt da nicht weiter. Hier war ja nichts zu machen, ne? Oder? Ne, das ist... Trunk brauchen wir jetzt nicht. Und hier kamen wir ja auch nicht weiter, oder? Nicht wirklich. Gut, dann würde ich jetzt sagen, gehen wir erstmal gucken, dass wir im Keller diesen Desk fertig machen. Und da müssen wir zu unserem Lieblingsschädel hin. F geht jetzt gerade hier nicht, oder was? Achso, ja, komm, dann egal. Jetzt machen wir den Baum noch gerade fertig. Weil es halt ein Baum ist, ne? Und bringen den da gerade hin. Holz kann man immer nicht genug haben, ne? So. Body ist noch da. Ja, wir haben da, aber hier war irgendwo das zu reparieren, ne? So, das ging. Work. So, da haben wir jetzt einen neuen Desk. Preparation Place und Pallet. Da fehlt uns noch ein Nagel und ein Flitch. Die Frage, wo du einen Nagel wegkriegst, ne? Und hier fehlen zwei Iron-Dinger da, ne? Zwei Simple Iron Parts. Vielleicht sollten wir die Iron Parts jetzt mal gucken, dass wir die besorgen, ne? Was ist hier mit ihm hier? Ah, da geht erstmal nichts. Wo kriegen wir jetzt die Iron Parts weg? Was können wir hier machen an diesem Desk? Nix wahrscheinlich, ne? Ja. Krematorium kann man da bauen, okay. Hier unten, da ist ja irgendwo so ein Zeug noch gewesen, aber da komme ich nicht hin, oder? Mal gucken. Achso, da ist ein Schloss dran, geht also nicht. Und hier kommen wir auch nicht vorbei. Warte mal, hier sind Berries dran, die wir vielleicht mitnehmen sollten. Was brauchen wir für die Brücke zu reparieren? Wooden Plank und Nägel. Kommen wir also auch nicht weiter. Kann man hier noch was schicker machen? Das fehlt uns alles. Kommen wir auch nicht weiter, ne? Da fehlt uns Speed. Das haben wir da auch schon irgendwo zu machen, oder? Vertue ich mich da jetzt? Hm, jetzt wird schon wieder dunkel. War das hier nicht mit dem Schrott unten? Hier lag der unten irgendwo der Schrott, oder? Da. Oder komme ich nicht hin, oder? Leider nicht. Da ist der Schrott.
Irgendwie kommen wir da jetzt nicht runter. Da ist jemand, der auf jeden Fall ein paar Infos für uns haben könnte. Der Farmer. Whatever you are selling, I'm not buying. Even if it's drug or magic elixir. I'm just looking around. I don't know what's happening, but everyone is telling me that I'm the graveyard keeper. Oh, then you are even worse than those thrifty traveling Martians. I must say, your whole problem is a fault. I don't like you. Now that I have made my position clear, we can do business. Can you tell me about farming, trade? Is there anything special I need known to be a good farmer? I need to know how to fertilize the soil and be ready to work hard. Honestly, you don't look much like a farmer. You're better off buying from a professional like me. Even somebody like you could cook something nice with my vegetables. Okay, create a carrot cutlet. You unlocked a new technology and got. Create carrot cutlet, create a bowl of sauerkraut, create beet slices. Okay, dann müssen wir mal traden. Ja, gute Frage, aber bringen tut mir das jetzt gerade erstmal nichts, oder? So, da geht's nicht runter und da oben geht's dann auch nicht weiter. Gut, da kommen wir also nicht durch. Das ist schon mal doof, ne? Da geht's auch nicht lang. Das ist der nette Farmer, ja. Wir brauchen Nägel. Da geht's nix. Ist das Stein? Piece of stone, okay. Wie komme ich an Wasser? Da gibt es wieder Buckets of Water wahrscheinlich, ne? Bucket of Clear Water, ja. Herzhäuschen. Komme ich denn da unten hin? Achso, da muss ich da. Ah, da ist in seinem Zaubergarten oder was auch immer. Und ich müsste durch das Tor hier unten, um da hinzukommen zum Schrott. Dann müssen wir da mal gucken, was er uns denn da so sagt. Pass of the town is closed. Need a town pass, okay. Okay, das ist dann schwer. Innen war hier, ne? Do you know how can... Can you tell me where I am? Because I really need to get home. My darling will be hurt. You are at the dead horse. Okay, it looks medieval. Maybe I traveled through time. And what is this now? Yeah, what do you mean? The time it takes for the heirs to make one solution around the sun. Are you for listening to the astrology nonsense? Everybody know that the earth is flat, okay? But I get it's tuned after ancient contract and tuned after never mind. And what is the name of your kingdom? The kingdom, and it is systemically not beloved here in the village. Do you have any questions? Trade. Ja, da kann ich ganz viele Beet Slices, okay? Die kann ich auch schon selber herstellen. Kaufen kann ich nichts. Tier 2, wir haben auch 4,50, okay? Geld hätten wir sogar noch was. Das bringt uns aber nicht so wirklich weiter, ne? Und der will sowieso nicht mit uns quatschen. Der braucht noch Papier und Bleistift oder sowas. Pen and Paper. Ja, das ist jetzt unser Problem. Ist der Astrologe da?
Hier geht nichts, ne? Leider nicht. Kann man bei dem in die Hütte gehen? Ich glaube auch nicht, ne? Müssen wir erst 80 mit denen da erledigt haben. So, hier unten lang. Da ist wieder zu. Bringt uns nicht wirklich was. Dann müssen wir noch da weiterlaufen. Machen wir die Map gerade auf. The Village. Lighthouse, Camp. Ja, weiß ich auch noch nicht. Den Astrologen, den finde ich da wahrscheinlich auch noch nicht. Kann ich hier Eier mitnehmen? Trade. Geht nicht. Also geht schon, aber... Hier ist der Verwirrte. Ding dong bing bang bong, Eier, dicke Trade. Ach, der hat hier Seed Oil. Okay, ich hätte aber gern Wein gehabt. Hast du nicht, ne? Also bringt mir das nichts. Okay. Das Lighthouse ist jetzt hier, aber da gibt es bestimmt keinen Astrologen mehr. Dann gibt es nur den Leuchtturmwärter. Oh doch, da ist er ja. Cool. I need your help. Give him a skull. Ich müsste dem den Skull geben, aber den habe ich jetzt irgendwo anders liegen lassen. Ey, das ist ja voll doof, oder? Den habe ich natürlich jetzt nicht mit, ne? Ah. Wenn ich wieder da bin, ist dann der Skull, ist er dann weg, wa? In irgendeiner Kiste haben wir den. Ist auf jeden Fall ein Punkt, um weiterzukommen. Gucken wir mal. In der Hoffnung, dass er gleich noch da ist. Und sonst, wie viel ist es? Morgens, mittags, mittags. Um Mittagszeit ist er vielleicht da. Ja, die Sonne wandert da ja so oben jetzt nach links, ne, oder? Wheat Farm, Weizenfelder oder Kornfelder, keine Ahnung. Es ist schon Nachmittag. Ich weiß gar nicht, wo wir was reingelegt haben. Ne, da kommen wir zwar hin, aber das ist jetzt nicht unser Ziel. Ich glaube, wir haben es in unser Heimathaus getan, oder? War hier nicht noch was? So, ja, da haben wir schon die Felder angelegt, ne? Aber Pick a Seed haben wir nix. Dann Kompost Heap. Hab ich den schon irgendwo gebaut? Ne, ne? Doch, da ist er ja. Geht auch nicht. Ist das hier reingetan? Ah, Flitsch, 17 Stück, alles klar, aber gut hingekriegt, ne? Hier war es nicht. Hier war es auch nicht, das bedeutet, es muss unten sein. Wenn wir das dann erledigt haben, ne, dann ist der da weg. In irgendeiner Kiste hier liegt das dann, ne, oder? Hä? Wo haben wir das hingelegt? Wo haben wir unsere Klamotten abgelegt? Ich hab doch irgendwo so einen Skull gehabt, oder? Das ist jetzt nicht wahr, oder? Hier was reingelegt? Nein, ne?
Doch, da ist es. Sowas bewahrt man halt im Keller auf, ne? Und hofft, dass der Leuchtturmwärter noch da, der Astrologe noch da ist. Schon Nacht. Der ist bestimmt gleich weg. Wie das so ist, ne? Schauen wir mal. Ab ins Dorf. Oder durchs Dorf. Ist der Nachtwächter? Ne, hier ist er falsch. Weiter geht's. Hier sind wir richtig. Da ist er. Alter. Schade. Alter. Oh, wo läuft er jetzt hin? Schade. 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 Schade, genau. Wo wohnt denn der? Nee, so ein Mist, ey. Wo geht er hin? Wo schläft er? Wo ist sein Zuhause? Geht bestimmt eine Pinte einsaufen, oder? Ah, hier unten lang. Wo wohnst du? Der geht jetzt in eine Stadt, wo ich nicht hinkomme, wetten. Der kann hier nämlich durch, wo wir nicht durch können, wetten. Oh, das ist echt jetzt doof, ne? Ja, toll. Das heißt, das ist auch durch. Können wir hier irgendwas machen? Nicht wirklich. Door is closed, okay. Da geht nichts. Hier geht leider auch nichts. Na, da geht noch ein Weg lang, den können wir nutzen. Adam, müssen wir 40 Punkte kriegen oder was? Also bringt nichts, das ist ein Töpfer. Und da ist wohl ein Zaun. Bringt uns also auch nichts wirklich weiter. Schade. Ich glaube auch nicht, dass der Astrologe jetzt mal gerade wiederkommt. Der ist jetzt erst einen Tag in der Stadt oder sowas bestimmt. Ja, was willst du da machen, ne? Hier sind Bienenstöcke, aber ich glaube, da sollten wir besser vorsichtig sein. Ist das auch so ein Bienenstock? Ich glaube schon, ne? Hm. Was mit ihm hier? Trade. Bei dem gibt's Stein. Könnten wir auch verkaufen. Aber 7 Stück von den Steinen brauchen wir ja, ne? Also bringt uns das jetzt nicht wirklich was. Dann nehmen wir mal die Bären mit. Hier ist ein toller Weg. Bei Müller waren wir aber auch schon, oder? Der hat uns doch schon gemahlen, ne?
Ah, der hat ja schon Mehl. Grave. Wieso ist dann... Naja, weiß ich nicht. Ist jetzt auch egal erstmal. Gut. Das hat uns jetzt nicht weitergebracht. Können wir hier noch was erledigen? Hier geht ja auch noch ein Weg lang. Da bin ich bestimmt noch nicht lang gegangen, oder? Was ist das? Ach, da sind Beete, okay. Oder da? Was ist das? Da haben wir auf jeden Fall Points gekriegt. Und hier ist noch eine Hütte. Gelbe Blume. Können wir auch nichts machen, ist klar. Das bringt uns hier jetzt nicht weiter. Das geht nicht, das geht. Da gibt es Points für, ne? Die grünen auf jeden Fall. Da sind wir noch zu schlecht für. Da passiert noch nichts. Hier können wir auch noch nichts machen, ne? Ne. Ist hier noch was? Nicht wirklich, ne? Ne. Okay. Können wir hier nur runtergehen? Da sind wir vorhin abgebogen. Können wir noch da hinten noch irgendwie schauen? Da ist auch Sabbat. Was ist das da rechts? Gucken wir doch mal da gerade vorbei. Da ist nix. Hätte sein können, dass da ein paar verrostete Nägel aufzusammeln sind. Schade. Ich habe weder den Wein, noch ist das mit dem Astrologen funktionsmäßig gelaufen. Was musste ich hier reintun, dass ich was kriege, ist die Frage, ne? Bucket of Clear Water, achso, das ist das, was ich da reintun kann, aber was ich brauche, pick a resource to use. Compost Heap. Tja. Hier kann ich auch nichts pflanzen, weil ich nichts habe. Keine Seeds. Das bringt mich jetzt nicht so weiter, aber wir können ja mal gucken, was wir unserer Technologies machen. Extract Fat. Da geht nichts. Geht auch nichts. Hier würde was gehen. Blueprint Garden Bed with Sticks. Das geht nicht. Hier Blueprint Place for the Apple Tree. Blueprint Place for the Berry Bush. Können wir machen. Honig können wir auch schon machen. Ist da hinten noch was? Ne. Da können wir Glas herstellen und da können wir Werkzeuge herstellen. Hier gibt es Firewood. Blueprint Shopping Spot. Stone Repair Kit. Create Stone Repair Kit.
Crafted at Stone. Ja, das Stone Repair Kit braucht man, glaube ich, für einen Friedhof auch, ne? Was haben wir noch auf der letzten Karte? Da war das Essen. Ich glaube, wir kümmern uns mal um das Stoneworking her. Gut. Ist noch was über dann? Blueberry Bush. Sonst nix, dann würde ich noch diesen Blueberry Bush mal gerade favorisieren. The Portal on Witch Hill. Okay, bring a skull. Ja, den, das ist klar. Den wollen wir schon machen, aber leider nicht machbar gerade. Paper und Ink, Honeypots, Stempel, Moss, Silver Star Fischfilets, Iron Eggs, ich weiß nicht, ob wir die da. Das ist da, klar, Carrots. Und Utschel. Die Bottle of Wine habe ich auch noch nicht. So. Gehen wir gerade rein. Ah, hier können wir Berry Juice machen. Damit gibt es ja auch Kraft wieder dann, ne? Und da brauchen wir noch einen Red Apple nochmal dann für. Hier geht aber nix. Kriege ich das wieder? Nein. Jetzt nur den Berry Juice bekommen, ne? Und den braucht man wiederum hierfür, um das herzustellen. Dafür braucht man Green Jelly. Okay. Alles klar, hat uns also auch nicht weitergeholfen. Was können wir hier nochmal machen? Nix, ne? Iron Ingot. Da brauchen wir so viel Feuer. Ich hoffe, wir haben da jetzt Feuer drin und das läuft. Habe ich keinen blassen Schimmer jetzt so wirklich. Das brauchen wir. Das gibt's doch hier. Dann brauchen wir wohl Feuerholz, oder? Wo kriege ich Firewood her? Flitch Wood Billet. Jetzt sagt nicht, meine Technologie hätte mir das gebracht hier.
Das haben wir schon. Zehn rote brauchen wir und fünf grüne. Die roten fehlen uns natürlich noch. Stoneworking. Konnte ich mir das da hinten machen beim Dingens? Weiß ich jetzt nicht. Nee. Das war ja nicht. Wo war denn das zum Fertigmachen her? Tja. Da brauchen wir das. Crafted at Stonecutter aus Stonecutter 2. Und wo komme ich an den Stonecutter dran? Muss ich dann auch hier hinbauen, oder was? Gibt's denn da oben? Stonecutter, der vierte Nagel fehlt. Not going to craft it at cooking table. Wooden Anvil, Anvil, Anvil 2. Ja, schade. Ich brauche eine runde Nägel. Hier habe ich schon alles aufgeräumt, ne? Komme ich jetzt nicht so wirklich weiter gerade, oder? Nur eine Kiste bauen. Wir müssen uns Nägel besorgen. Nützt nix. Sonny, wir kommen drafted at Handmixer, crafted at Handmixer, okay. Schwierig. Gefällt mir jetzt gerade gar nicht wieder, ne? Gucken, ob wir den Astronomen da wieder haben. Und einmal checken. Hier irgendwo eine Forge, also eine Schmiede. Ich weiß nicht, wo hier eine Forge ist. Das ist eine Farm, das ist der Müller, das ist der Steinbruch. Das ist der Waldarbeiter, da auch. Ist hier eine Forge? Gucken. Gucken, ob keiner guckt. Da ist der Beekeeper.
Wer brauchte denn Honig? Warte mal, das müssen wir nochmal nachgucken. Einer wollte Honig haben, oder vertue ich mich da? Fünf Honigpots. Dick braucht das. Okay. Habe ich die jetzt oder habe ich die nicht? Nee. Shit. Ich habe doch 4,50. Hä? Fünf. Study not completed. Effect on use. Ist klar. Hier, geht nicht. Ach, Lagerdingens voll. Oh, du glaubst es, ne? Alles klar, komm, wir gucken, dass wir den Dingens nochmal auffinden. Wir sind hier schon relativ weit vorgelaufen zum Monsieur Astrologe. Der kommt mir bestimmt jetzt gleich entgegen. Da unten ist Dick. Ist jetzt egal, Dick. Und der ist nicht da, weil Nacht ist, oder? Ne. Ja, ich habe keinen Platz, da können wir auch keine Angel kaufen. Inventory. So, das können wir da unten hin tun, okay. Achso, wenn ich das esse, kriege ich 5 Dings da. Energie wieder. Das ist ja cool. Das müsste man ja auch mal, ne, klären. Ein Red Apple geht auch noch. Okay. Da geht auch noch was. Mushrooms. Aber da geht ein Lebensenergie unter. Okay. Red Flower gibt auch 3 Effekte auf Use. Okay. Ja, und er kann jetzt hier seinen Skull gerade nicht benutzen. Super. Wir haben zu viel Zeug mit. Kann man die Äpfel aufheben? Wohl nicht, schade. Okay, der Astrologe ist halt nicht da. Dick braucht 5 Dingens. Honigpötter gibt es ja auch. War hier jetzt hier irgendwo eine Karte aufrufen nochmal? Da ist ein Angelteich. Hotcutter. Ist der Beekeeper. Mal gucken, wer das da unten ist. Da führt ja keinen Weg gerade lang, oder doch? Doch, hier. So, doch, das ist hier die Schmiede, aber es ist ja gerade niemand da, mit dem wir hier arbeiten können. Okay. Okay, die kann man nachschleifen dann. Dann machen wir das doch gerade. Dann haben wir das gleich wieder fit. So. Der Tag bricht gleich wieder rein. Jetzt ist die Frage, ob gleich hier der Astrologe kommt.
Mit dem kann ich hochtalken. Okay. Vielleicht kann ich bei dem Dingens was kaufen. Beim... Ne, ist nicht da. Schade. Der Astrologe kommt jetzt auch gerade nicht. Das ist schlecht. Das ist der Martian, ne, oder? Hiccup Grass, irgend so ein weißes Kraut. Ich weiß nicht, was das Hiccup Gras ist. Das ist das nächste wieder. F. Ich kann gerade sowieso nichts, weil meine Kiste, mein Inventar voll ist. Das müssen wir erstmal ändern. Voll doof. Naja, kriegen wir auch noch in den Griff. Wäre schön, wenn diese Kiste uns gehören würde. Brauchen wir nicht so weit laufen. Also, dass wir so weit draußen da unsere Hütte haben, das ist auch doof, ne? Aber naja. So ist das halt. White Flower. Ist kein Hiccup-Gras. Das rüber. Das... rüber. Das rüber. Das kann auch hier bleiben. Da weiß ich sowieso nicht, was ich damit soll gerade. Das kann auch hier rüber. Red Flower kann auch bleiben. Escape. Firewood. Brauchen wir. Da oben ist eine weiße Blume. Sollen wir die mal angucken? Vielleicht ist das Hiccup-Gras. White Flower, ne. Glaube nicht. White Flower. Pflanzen haben wir nix. Also hilft uns das gerade auch nicht weiter. Das Hiccup-Gras ist auch nicht gerade im Sumpf, ne, oder? Ne, sieht jetzt auch nicht so aus. Ja. Gehen wir erstmal zum Beekeeper gerade. Gucken wir zu, dass wir die 5 Töpfe Dingens kriegen. Honig. Trade. Honey. Okay, okay. Tschüss. Danke. So, jetzt gehen wir zu dem Dick. Und schauen, dass wir bei ihm dann dass die 5 Honig geben. Gosh.
So, sweet dude. What about Keiko's hype? Just remember, cake can never be too sweet. Sweetness can help you see things from other points of view, so you can learn more. Great cake. Na super. Ah, jetzt können wir mit dem handeln. Ah, das konnten wir vorher auch schon. Hampf. Gut. Aufgabe erfüllt, ein Rezept gekriegt. Brachte uns jetzt nicht wirklich, ne? Was? Jetzt kannst du noch hoffen, dass hier der Dingens da ist. Der Mr. Astrologe. Das wäre ja cool. Noppe. Er braucht noch eine Angel, oder wir sollten eine Angel von ihm haben. Zack. Jetzt haben wir auch eine Angel. Wenn wir die nicht schon zweimal gekauft haben oder sowas, ne? Die ist da. So, Escape. Jetzt gehen wir mal fischen. Ging das hier unten? Weiß ich nicht. Gucken wir mal. Sieht nicht so aus. Ist hier irgendwo ein Steg? Können wir gleich wieder zurückgehen, da geht es nämlich nicht weiter. Hätte ja sein können, ne? Nachts beißen die Fische ja besser, oder wie war das? Ist aber eine andere Pflanze, ne? Nicht unser Kraut da, White Flower, genau. Davon haben wir schon genug, von den White Flowers. Astrologen sollten eigentlich in der Nacht immer in die Sterne gucken, weil man ja die besser sehen kann, ne? Ist komisch, dass der tagsüber da ist. Da fehlt die Brücke. Irgendwo war der Beach hier auch, da sollte man noch angeln können, oder? This is a fishing spot like other you can find in the village ram is rampant sea. Start fishing. Och, jetzt muss man ja noch einen Köder dran machen, ne? Da passiert natürlich nichts, weil kein Köder da dran ist. Ich glaube, das können wir uns sparen, weil wir keinen Köder haben. Da müssten wir jetzt irgendwo einen Wurm weghaben oder sowas, ne? Super. Hier ist noch ein schöner Feuerplatz. Ja, funktioniert hier genauso, ne? Köder haben wir nicht, brauchen wir also nicht. Kriegt man den Köder bei dem Leuchtturmwärter da auch noch? Dann nützt nichts, gehen wir mal hin, oder? Der Kollege hier Dick hat sich schlafen gelegt, oder sehe ich das? Ach, der Leuchtturmwärter, ja, der wird auch schlafen wahrscheinlich, der Fischer da oder Leuchtturmwärter, keine Ahnung wer es ist. Okay. Dann haben wir Äpfel gekriegt. Die sind auch gut. Ich glaube nicht, dass da einer da ist. Nein. Das ist schlecht. Also im nächsten Quartal hier, oder? Wenn das das ist, dann kann man ihn beim Hexenhügel treffen, diesen Typen da, ne? Ich weiß jetzt nur nicht, wie sich das hier bewegt oder nicht bewegt. Sternzeichen oder sind das? Keine Ahnung.
Ein bisschen Energie haben wir gerade noch. Achso, hier waren wir zu früh abgebogen. Ein bisschen weiter noch. Hier geht's hoch. Pick a resource to use. Haben doch keine, ne? Da können wir nichts machen. Ist hier noch irgendwas? Ne. Da können wir auch nichts anpflanzen. So, das heißt, wir kommen jetzt hier nicht voran. Nägel fehlen, das ist das Entscheidende gerade. Gut. Flusssand brauchen wir da. Kommt man hier an Flusssand? Da ist auch noch ein Angelplatz. Oh, hier ist der Flusssand, aber leider need a technology. Okay, das hat nichts gebracht dann. Über die Brücke kommen wir leider noch nicht. Hier unten ist der Friedhof. Das heißt, das ist alles verwehrt zurzeit. Schade, ne? Für ihn habe ich noch keinen Wein. You look a little tired. Did you sleep well? How sad I miss sleeping so much. Turns out it's hard work being graveyard keeper. I have to do everything myself. I remember something in old days. A keeper used to have a lot of helpers. They were a lot like me, but without the sense of humor. One of them should still be chained to the wall in the northern part of the church cellar. Oh, and one more thing, I don't remember why, but I'm quite sure you should never unchain him. Never. Okay, den sollst du nicht rausholen, alles klar. Autopsie. Na, da kommen wir jetzt nicht weiter. Das hilft uns alle nix. Da geht's auch nicht weiter. Scrap failed. Ja. Den Baum können wir noch nicht fällen. Den auch noch nicht. Wir könnten Wasser holen, was uns nicht so wirklich hilft. Hier bringt es uns auch nichts. Hier können wir noch ein bisschen sägen. Da haben wir aber genug von. Und wir brauchen weitere Dinge wie Feuerholz. Ja, können wir noch was zu essen machen hier? Ah, das geht hier jetzt. Dann machen wir das doch gerade nochmal. So, und jetzt fehlt es am Schlaf. Oder wir essen gerade eine Beere. Dann haben wir wieder das. Raw sliced meat. Gut. Brauchen wir das irgendwo für? Baked Meat. Können wir das hier fabrizieren? Ah ja, können wir. Gibt dann auch schon Dingens her. Okay. Dafür müssen wir wahrscheinlich hier Feuerholz reinlegen. 5. Dafür braucht man Sticks.
Ja, das ist jetzt hier nicht der richtige Weg. Ich würde mal sagen, wir sind schon verdammt lange unterwegs und machen jetzt hier erstmal eine Pause. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt ihr mit, wenn ich ein Video hochlade. Kommentare herzlich willkommen und teilt das Video auf anderen Kanälen. So kriegen mehr Leute das mit. So, dann bis zur nächsten Folge. Ciao.